Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte März 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Skorpione, natürlich findet ihr nach wie vor sämtliches, was euch interessieren könnte, unterhalb von diesem Video in der Infobox. Beispielsweise habe ich dort sämtliche Info- und Special-Videos hinterlegt, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ihr findet dort unten Social Media Links von mir sowie auch euer aktuelles Jahresreading und natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich ebenso gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte März 2023 meiner Skorpione. Das ist der Kojote. Der Kojote, liebe Skorpione, ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und die närrische Weisheit ist eure Hauptenergie. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles dient deinem Besten. Vertraue dem Weg. Unvorhergesehene Ereignisse erinnert mich direkt an den Turm beispielsweise, der eine ganz klassische Tarotkarte für etwas derartiges darstellt. Alles dient deinem Besten. Das ist das Vertrauen in das Gute. Das ist auch das Vertrauen in Gott, Schicksal, das Universum oder die Engel. Tatsächlich, dass jede Entwicklung, jedes Ereignis, alles, was passiert im Prinzip, etwas ganz Bestimmtes, Zweckdienliches dann sozusagen erst einmal realisieren kann. Es muss etwas passieren, damit etwas anderes, das Nächste sozusagen passieren kann. Ursache und Wirkung, Kausalität. Aber dass das stets zu seinem Besten oder zu jemandes Besten passiert, das ist etwas, was nicht immer ja, leicht zu erkennen ist tatsächlich. Hat hier viel mit Philosophie zu tun, hat viel mit Glauben zu tun, Überzeugung zu tun. Aber ich bin sehr gespannt generell, was die Karten mir darüber gleich im Detail verraten können. Liebe Skorpione, der Kojote ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und die närrische Weisheit ist eure Hauptenergie. Ich bin gespannt, um welches Genre es sich hier für viele von euch tatsächlich handeln kann, weil natürlich kann das in jedem eurer Bereiche tatsächlich noch passieren, potenziell. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte März 2023 meiner Skorpione. Das ist die Sieben der Kelche. Eine ganz vielseitig zu deutende Karte. Die Sieben der Kelche macht hier direkt den Anfang. Es kann hier die Kopf-gegen-Herz-Energie dargestellt sein. Es können mehrere Optionen, mehrere Gelegenheiten oder Alternativen euch bei eurem Vorhaben zur Verfügung stehen. Weiterhin kann hier eine verwirrende Energie dargestellt sein. Da fühlt man sich teilweise sogar so etwas wie desillusioniert. Teilweise kann hier auch Träume sind Schäume-Energie dargestellt sein. Also man träumt von etwas, man will etwas, aber es hat den Anschein, dass man das, was man will, nicht erreichen kann oder dass es definitiv unrealistisch ist, welches Ziel man sich da gesteckt hat. Wie gesagt, eine sehr interpretationsreiche Karte. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Karten, um die konkreter deuten zu können. Wie geht es weiter? Das ist die Sonne. Die Sonne ist eine sehr positive, heitere, fröhliche Karte. Hier kann die Freiheit darin dargestellt sein, sowie auch natürlich die Harmonie, die Freundlichkeit, die Fröhlichkeit. Aber es kann hier sehr, sehr gut schon sein, dass viele von euch sich angesichts einer ganz gewissen verzwickten Lage, möglicherweise auch einem Umstand oder einer Situation, der ihr nicht so ganz hinter den Vorhang schauen könnt, die ihr nicht so ganz verstehen oder assoziieren könnt. Das wäre dann hier mit dieser Verwirrung, mit dieser Konfusion, mit diesem schwammigen, man könnte auch nebligen sagen. Und die Sonne lichtet natürlich den Nebel. Man bringt hier sozusagen etwas in Klarheit, man realisiert etwas, beziehungsweise will man hier eine Art Geheimnis aufdecken. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Dennoch muss ich da weiterhin auch noch die weiteren Karten abwarten. Wie geht es weiter? Das ist die Sechs der Schwerter. Eine kopflastige Energie, die viel mit der Weitsicht oder der Voraussicht zu tun hat. Hier träumt man von einem Umstand, den man realisieren möchte. Hier ist es erst einmal noch imaginative Energie. Das heißt, man stellt sich etwas vor, was man dann potenziell auch in Zukunft erreichen möchte, was man anstrebt, Ziele, Wünsche, Träume sind hier häufig darin verkörpert, in der Mitte des allgemeinen Readings oben,
ist das so eine Energie, die das ganze Reading überstrahlen könnte. Also man hat hier ganz bestimmte Vorhaben, man hat ganz bestimmte Angelegenheiten oder Anliegen, welche man hier auch in die Tat umsetzen möchte. Man stellt sich hier das vor, was man erreichen will. Und das können natürlich hochgesteckte Ziele, Träume und Wünsche sein. Das können aber auch ganz spezifische Angelegenheiten, eine ganz bestimmte Situation betreffen, wie sie hier darin dargestellt sein kann. Es scheint mir hier tatsächlich eine spezielle Legung für viele von euch zu werden, liebe Skorpione, wo es euch potenziell primär darum geht, Licht in das Dunkel zu bringen, etwas aufzudröseln, aufzuschlüsseln, möglicherweise auch schlau aus einem ganz bestimmten Umstand zu werden. Aber diesen Umstand, den kann ich noch nicht genauer eingrenzen. Aber es scheint mir hier mit diesen drei Karten schon relativ klar zu sein, dass ihr da dieses berühmte Licht ins Dunkel bringen möchtet. Wie geht es weiter? Das ist der Eremit. Auch der Eremit kann tatsächlich von Zielen, Wünschen und Träumen, von etwas Angestrebtem sprechen. Das ist zwar eher seltener zu deuten beim Eremiten, aber er hat diesen Stern hier in seiner Laterne. Und der Stern steht für das Glück. Und das Glück ist ein so dehnbarer Begriff. Das Glück bezeichnet man im Prinzip mit einem Vorhaben, von dem man sich Harmonie verspricht, von dem man sich Erfüllung versprechen könnte. Man will natürlich etwas kreieren, etwas erreichen, einen Erfolg generieren. Und da steckt es eigentlich schon drin, man verspricht sich Erfolg dadurch. Man verspricht sich dadurch, wenn man etwas erreichen möchte, dass es dann einem gut geht, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Und da kann auch der Eremit davon sprechen, weil ja, hier dieser Eremit, der ist im Dunkeln. Hier ist Schnee, hier ist Nacht tatsächlich und dieser Stern erleuchtet oder erhellt einem den Weg. Und hier sprach ich auch schon von diesem Nebligen, von diesem Trüben. Man kann hier jetzt auch Dunklem sagen, wo viele von euch eben dieses berühmte Licht ins Dunkel bringen wollen. Es sieht hier nach wie vor nach einer sehr speziellen Legung, aber auch speziell für ein derartiges Szenario deutet es hier für viele von euch hin. Der Eremit kann auch von Einsamkeit sprechen. In der Spiegelung zur Sonne sehe ich hier eher nicht die Einsamkeit drin, aber das Weise werden und das Wissen aneignen, auch jene Deutungsvariante des Eremiten kann hier durchaus eine größere Rolle noch spielen. Wie geht es weiter? Das sind zwei, das ist die zwei der Stäbe, die hier rausgekommen ist, und die drei der Kelche. Die ist hier ebenso noch rausgesprungen. Zwei der Stäbe, eine größere, umfassende Zeitkarte tatsächlich. Es kann sich hier um einen längeren zeitlichen Abschnitt drehen, in dem viele von euch in einer Situation sich befanden oder immer noch befinden, natürlich, die einem spanisch vorkommt, die einem ja nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, durchsichtig vorkommt. Man versteht einen ganz bestimmten Umstand nicht. Das kann sich natürlich auf einen ganz bestimmten Menschen beziehen oder eben auf einen Umstand beziehen. Das ist noch so oder so zu deuten hier. Da brauche ich hier noch mehr Karten. Aber es kann hier auch sehr, sehr gut sein, dass dieser Umstand sehr zwiespältig sein kann. Dass es einerseits gut ist, dass dieser Umstand präsent ist, gegenwärtig ist, aber andererseits könnte es auch anders gehen, könnte es auch besser gehen, könnte man könnte sagen, es gibt Pro und Contra angesichts jener Situation, in der sich viele von euch befinden. Dafür würde jetzt tatsächlich hier auch die zwei der Stäbe stehen. Und die drei der Kelche, die ist ebenso sehr, sehr different noch zu deuten. Das ist die klassische Wiedervereinigung, das kann auch die klassische Dreierkonstellation sein. Anlässe zur Feierlichkeit oder zur Freude können hier drin ebenso dargestellt sein. Aber ich meine eher, dass es sich hier auf ganz bestimmte Personen oder eine ganz bestimmte Person beziehen könnte, über die ihr nicht ganz schlau werdet, liebe Skorpione. Das kann ich hier doch schon deutlich erkennen, wobei ich hier noch nicht eine einzige Hofkarte habe. Da muss ich noch abwarten, was die weiteren Karten sprechen. Hier hinten, die Gerechtigkeit im Outcome deutet auf eine ganz klassische Entscheidung hin. Eine Entscheidung, die zukünftig getroffen werden muss, möglicherweise auch eine Art, ja, man könnte sagen, einen Kompromiss, den man hier schließen muss. Es geht hier um Fairness, es geht um Gleichheit, um Gleichgewicht, um Rechtschaffenheit teilweise sogar. Aber das muss ich mir noch hier, wie gesagt, jetzt in der nächsten Reihe genauer ansehen. Eine Klärung zu den Sieben der Kelche. Das ist der König der Stäbe und da haben wir schon direkt die erste Hofkarte. Diese Hofkarte hier ist im Feuerzeichen. Der König der Stäbe ist eine teilweise rechthaberische Person. Das ist jemand Uneinschätzbares tatsächlich. Und es ist hier wenig verwunderlich, dass dieser Mensch hier auf die Sieben der Kelche geklärt ist.
Für die allermeisten von euch, liebe Skorpione, und ihr seid generell in den Hofkarten im Wasserzeichen, also mit dem Kelchen dargestellt. Und da das hier Feuerenergie ist, also fast gegenteilige Energie, meine ich, dass es sich hier primär um diesen Menschen drehen kann, den aber nicht unbedingt ihr verkörpert. Das ist ein Mitmensch von euch. Das ist eine Bezugsperson, die euch eventuell nahestehen könnte. Eine Person, die ihr jetzt nicht unbedingt gestern oder vorgestern erst kennengelernt hat, weil er oder sie hier schon als König dargestellt ist, ist dieser Mensch bereits etabliert. Ihr wisst einiges um diesen Menschen oder ihr kennt jedenfalls seinen oder ihren Namen, wisst ein paar Vorlieben, wisst, wie er oder sie ausschaut, etc. Das weiß man darüber. Aber mal angesichts des Tun und Handelns, des Vorgehens, vielleicht auch was die Gefühle angeht, übrigens, das kann hier ebenso noch eine Rolle spielen, was diesen Menschen hier betreffen. Das kommt euch schleierhaft vor, das kommt euch spanisch vor. Da würdet ihr gerne mehr darüber wissen, ihr würdet euch gerne Handlungsweisen oder Redensweisen, vielleicht auch Macharten oder ganz diverse Eigenschaften Bezug nehmen auf diese Person. Da möchtet ihr mehr Klarheit haben, da würdet ihr gerne wissen, was genau dahinter steckt. Ihr möchtet hier kurz gesagt schlau werden aus einem ganz bestimmten Menschen, der hier abgebildet ist. Eine Klärung zur Sonne. Das ist die 10 der Münzen. 10 der Münzen auf Sonne. Das ist definitiv etwas, was man von, ja, vom Erfolg definitiv sprechen kann. Hier ist die ganz klassische Erfolgskarte. Das ist die Grunddeutung meiner heißgeliebten Schnitzelkarte hier. Man verspricht sich hier definitiv Erfolg, wenn man, und das ist die Voraussetzung hier, diesen Menschen besser verstehen könnte oder das verstehen könnte, was er oder sie im Prinzip tut oder sagt oder denkt. Das ist hier tatsächlich die vorherrschende Energie. Und in diese Energie, da tappen viele von euch noch im Dunkeln, da möchten viele von euch diesen Schleier lichten, wie auch schon gesagt, beziehungsweise eben typischerweise dieses Licht ins Dunkel bringen. Eine Klärung zu den 6 der Schwertern. Das ist der Ritter. Direkt haben wir hier euch tatsächlich. In der Mitte eures Readings, liebe Skorpione, hier, ich habe es euch gerade auch schon gesagt, die Hofkarte im Wasserzeichen. Und in diesem Ritter der Kelche seid ihr potenziell verkörpert. Ihr seid hier die Ambitionierten, liebe Skorpione. Ihr habt hier diverse Vorstellungen. Ihr habt hier womöglich auch einige Träume, die wahrscheinlich, wie auch schon gesagt, diesen Menschen hier betreffen. Zwischen euch beiden liegt der Erfolg. Zwischen euch beiden liegt hier die Sonne, die Harmonie, die Fröhlichkeit. Und es ist definitiv vieles, was ihr euch hier vorstellen könnt, bezugnehmend auf diesen Menschen. Das ist die Klärung auf die 6 der Schwerter. Wie gesagt, Imagination. Hier stellt man sich Umstände vor, die man auch erreichen möchte. Und da träumt man oder schwärmt man, kann man auch sonst sagen, von dem, was man hier anstrebt. Der Ritter der Kelche charakteristisch ist ein Gutmensch tatsächlich. Das ist jemand, der immer nett ist, immer höflich, immer freundlich, sehr hilfsbereit. Aber auch jemand, der kein Problem damit hat, Gefühle frei auszusprechen, offenzulegen, zu signalisieren oder zu zeigen. Und dieser König der Stäbe, der ist manchmal etwas gegenteilig eingestellt. Jetzt nicht komplett gegenteilig, aber was das Thema Liebe oder Gefühle, das Gefühl der Zugehörigkeit angeht, derartiges, da ist dieser König der Stäbe eher etwas wortkarg, eher etwas, ja, distanziert, könnte man tatsächlich sagen. Da unterscheidet ihr beide euch potenziell charakteristisch schon sehr, muss man sagen. Ihr seid hier zukunftsorientiert, euer König der Stäbe hier, der schaut hier nach links. Womöglich hat dieser Mensch einige Anhaftungen oder kann sich nicht wirklich auf das hier, sprich euch oder sprich das, was hier in Zukunft angestrebt ist, eurerseits konzentrieren. Das muss ich mir auch noch genauer anschauen. Eine Klärung für den Eremiten. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals, vor allem in der Spiegelung auf die 10 der Münzen, das soll definitiv etwas Festes werden, nichts Vorübergehendes werden. Ihr strebt hier etwas an, ihr reitet auch hier auf das Rad des Schicksals drauf zu, liebe Skorpione. Das bedeutet für mich und das sagt mir auch, dass ihr es hier auf Beständigkeit, auf Festigkeit, auf Langanhaltigkeit ankommen lasst. Also das,
Was ihr hier vorhabt, gemäß diesem Menschen oder bezüglich dieses Menschen, das soll nichts Vorübergehendes sein. Das soll etwas, ja, wahrscheinlich für die Ewigkeit tatsächlich sein. Da streben viele von euch wahrscheinlich eine Freundschaft an, die allermeisten wahrscheinlich sogar eine Partnerschaft an. Also in einer bestimmten Form und Weise möchtet ihr mit diesem Menschen verkehren, euch binden, eure Beziehung festigen oder erst einmal tatsächlich in die Gänge kommen lassen. Das kann ich mir so oder so noch vorstellen. Aber viele von euch wissen nicht genau, wie sie mit diesen Menschen umspringen sollen. Und was hier noch aufkommt, ist hier und hier jetzt zu sehen, vor allem hier auch in der Klärung zu sehen, seid ihr bestimmt für diesen Menschen? Ist dieser Mensch für euch bestimmt? Seid ihr kompatibel miteinander? Passt das zwischen euch? Und eventuell wollen sich da viele von euch auch etwas konkreter damit auseinandersetzen, etwas mehr schlau machen, was derartiges zum Beispiel Schicksalswege angeht, was die Bestimmung angeht, was das Schicksal an sich angeht. Und manche befinden, ja, manche setzen sich hier auch mit dem Faktor auseinander, was will mir Gott, das Universum, Schicksal oder die Engel mit diesen Menschen sagen? Was soll ich mit diesen Menschen? Was bedeutet dieser Mensch oder was bedeute ich diesem Menschen? Das sind derartige, wie gesagt, tiefgehende Fragen, teilweise philosophische Fragen, die sich hier viele von euch angesichts eures Vorhabens, angesichts eurer Neugierde, eures Interesses mit diesen Menschen zukunftsbezogen stellen können. Eine Klärung zu den sieben, zu den zwei der Stirn. Das sind wiederum die drei der Kelche. Also die sind vorher nicht umsonst herausgekommen hier, diese drei der Kelche. Es könnte hier sehr, sehr gut sich um eine Wiedervereinigung drehen und handeln. Ich meine aber, wir haben die Kraft hier hinten im Outcome. Ich meine aber, das ist dann der Fall, wenn ihr es hier mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin natürlich zu tun habt. Da scheint es mir dann schon eine längere Vorgeschichte zwischen euch beiden zu geben. Wenn das der Fall ist und für euch so resoniert, liebe Skorpione, dann scheint es mir hier, dass eure Gefühle, die ihr für diesen Menschen habt, nicht wirklich anders sind, nicht wirklich weniger wurden tatsächlich. Da habt ihr stets noch Gefühle für diesen Menschen. Vielleicht ist es auch beidseitiger Natur, aber wenn das hier eine Wiedervereinigung ist, dann habe ich hier leider keine Einblicke, was zwischen euch beiden passiert ist. Denn Voraussetzung für eine Wiedervereinigung ist schließlich, dass man sich irgendwann getrennt hat. Und das kann für viele von euch passiert sein. Ich sehe hier keine Karten, die mich auf etwas derartiges hinschließen lassen. Können natürlich vielleicht noch kommen, aber wenn es so rum für euch resoniert, kann das tatsächlich hier auch ein denkbares Szenario sein. Für viele von euch ist hier aber auch definitiv eine Art Dreierkonstellation mindestens in eurem Kopf, mindestens in euren Gedanken, könnte dann eine Angst darstellen, dass dieser Mensch hier potenziell jemand anderen hat oder an jemand anderem Interesse hat, dass ihr womöglich so etwas wie Konkurrenz bekommen könntet oder ihr, und das könnte hier mit dem Eremiten dargestellt sein tatsächlich, dass viele von euch womöglich gar keine Chance haben, bei diesem Menschen zu landen, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben die Kraft da hinten im Outcome und Kraft auf Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit auf Kraft ist eigentlich dasselbe, da es ist was sehr Diffiziles tatsächlich. Also wenn ich jetzt sage, es ist das Weigern aufzugeben, ist das vielleicht sogar ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu niedrig sogar noch ausgedrückt. Man hat sich hier potenziell dem Kampf verpflichtet. So muss man es fast schon ausdrücken. Es gibt für euch kein denkbares Szenario, in dem ihr sieglos bleibt, in dem ihr erfolglos bleibt. Also hier 10 Münzen auf Sonne, das ist eine ähnliche Energie, aber dadurch wird es jetzt tatsächlich noch deutlicher, dass es für euch nichts keine Alternative gibt. Ihr habt euch hier potenziell zu etwas verschrieben und unter wahrscheinlich gar keinen Umständen würdet ihr diesen Kampf um diesen Menschen oder für diesen Menschen aufgeben. Das ist hier hinten sehr deutlich zu sehen. Bedeutet natürlich auch, dass man hier bereits eine Entscheidung getroffen hat, sich, ne, um diesen Menschen zu kümmern, beziehungsweise sich um ihn oder sie zu, ja, informieren oder für sich selbst Werbung zu machen, so könnte man es tatsächlich auch sagen. Das ist die Entscheidung, die hier wahrscheinlich bereits schon getroffen wurde und auch weiterhin sich daran gehalten wird. Und mit der Kraft ist das Ganze eine Belastungsprobe, eine ganz große Herausforderung, möglicherweise für viele von euch. Manche müssen hier Risiken eingehen, manche müssen hier die Zähne zusammenbeißen, belastbar sein. Das kann hier alles durchaus auch noch in der Zukunft eine gewisse Rolle spielen. Eine Klärung zum König der Stäbe. Das ist die 9 der Kelche.
Die 9 der Kelche ist Wunscherfüllung, Fülle an Gefühlen. Man spricht auch von einer Glückskarte und viele von euch verbinden mit diesem Menschen definitiv auch ihr eigenes Glück. Und dieses eigene Glück in Anführungsstrichen, das ist etwas natürlich sehr, ja, diffiziles, etwas, was wahrscheinlich jeder Mensch von euch anders differieren würde, anders benennen würde, anders deklarieren würde. Es gibt von dem Begriff Glück gibt es so viele Interpretationen tatsächlich. Für manche ist Glück was ganz was anderes als für den anderen. Aber ich sehe hier doch schon, dass für viele von euch ein ganz bestimmter Mensch euer Glück darstellt, was man hier in Frage stellt, ob das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist das eine. Das zweite, weil wir hier auch eben zwei Stäbe haben, ist, ob euch dieser Mensch vielleicht genauso anschauen könnte oder ob dieser Mensch euch vielleicht überhaupt nicht wahrnimmt. Und das scheint mir hier auch tatsächlich jener Faktor zu sein, der hier gründlich untersucht werden soll von eurer Seite aus. Ihr sollt oder ihr wollt wahrscheinlich auch dieser Sache auf den Grund gehen, nämlich A, ist jener Mensch mein Glück? Das würde dann anders formuliert bedeuten, bin ich zu diesem Menschen sozusagen hingezogen? Bin ich vom Schicksal mit diesem Menschen verbunden oder beziehungsweise kann man natürlich auch sagen, bin ich mit diesem Menschen in einer Art Bestimmung? Und das ist hier die erste Frage, die viele von euch klären wollen, hängt natürlich potenziell damit zusammen, dass viele von euch auch herausfinden möchten, wie steht dieser Mensch zu mir oder wie stehe ich zu ihm oder ihr? Wie sieht mich dieser Mensch? Wie ihr diesen Menschen sieht, ist mir hier vollkommen klar, aber wie er oder sie euch sieht, das ist hier auch für mich noch etwas Schwammiges, etwas Undurchsichtiges oder etwas Nebliges, wie auch schon vorhin gesagt. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Wir haben hier den Gehängten. Ja, der Gehängte, der scheint mir hier definitiv eine Stagnationsenergie zu sein. Ich habe hier keinen Anlass, ihn oder sie hier als, also den Gehängten hier als Umdenkenergie darzustellen. Ich glaube nicht, dass es euch hier ja ratsam ist oder eurem Gegenüber hier ratsam ist, umzudenken, weil ich sehe hier nicht wirklich viel Gedankenkraft. Ich sehe hier eure Zielsetzung, eure Wünsche, eure Träume. Aber das hier, das scheint mir doch eher auf eurem Siegeszug eine Art Entschleunigung zu sein, eine Art Stagnation zu sein. Ihr kommt hier weniger gut voran, als es womöglich wäre. Also man könnte es tatsächlich so ausdrücken, ihr hättet das gerne ganz viel oder sehr viel schneller vorangetrieben, als es euch hier potenziell vergönnt ist. Und auch diese Unfähigkeit des Vorankommens scheint mir hier immer noch dieser Nebel dafür zu sorgen, weil es ist eine nachvollziehbare Sache tatsächlich. Wie will man jemanden mehr kennenlernen, jemanden näher kommen, jemanden, ja, vielleicht, wie gesagt, auf körperlicher Basis, vielleicht auch auf mentaler Basis oder auf Herzbasis näher kommen, wenn man sich nicht sicher sein kann, will dieser Mensch überhaupt, dass ich ihm oder ihr näher komme? Weil dann kann man das Ganze beispielsweise überspitzen, dann kann man diesen Menschen drängen beispielsweise. Oder dann wagt man sich eben an jemanden heran, der nicht unbedingt will, dass jemand an einem herankommt. Und so kommt euch potenziell auch manchmal hier euer Gegenüber vor. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Und mit dem Gehängten ist hier eine Stagnation dargestellt, welche viele von euch natürlich dazu veranlasst, sich mehr mit dieser Situation auseinanderzusetzen, sich tiefgründigere oder tiefsinnigere Fragen zu stellen. Natürlich hat das hier etwas mit dem Vorhaben zu tun, sich an einen Menschen zu binden, beziehungsweise jenen Menschen an sich selbst zu binden, natürlich. Hat aber auch etwas damit zu tun, dass man hier mehr Informationen braucht, wie man am besten zu diesem Menschen durchdringt. Und genau das scheint mir hier für viele von euch dieses Mysterium zu sein. Dieses, ihr habt hier womöglich schon so viel versucht, liebe Skorpione. Ihr habt es auf mehrere Arten und Weisen versucht. Ihr habt mehrere Maschen durchgezogen. So kann man es tatsächlich ja salopp ausdrücken. Aber scheinbar hat euch noch nichts wirklich davon weitergebracht. Euch hat hier nicht unbedingt auch etwas entfernt. Das wäre dann, ja, wenn dann hier darzustellen. Aber das scheint mir eher für die wenigeren von euch so passiert zu sein. Aber diesen Zugang zu diesen Menschen, den haben viele von euch potenziell hier noch nicht gefunden. Eine Klärung zum Ritter der Kelche. Das ist der Herrscher. Ja, okay. Also das ist Herrscher generell in einem allgemeinen Tarot-Reading steht für den Gegenüber, liebe Skorpione. Das ist definitiv ein Mensch, dem ihr sehr viel Gewichtung zuschreibt, der euch sehr wichtig ist, der definitiv im direkten Bezug zu euch steht. Also
Ihr werdet hier potenziell, viele von euch potenziell, viel mit diesem Menschen zu tun wollen oder haben wollen. Das ist der Traum, die Zielsetzung, die Ambition von euch, sieht man hier sehr deutlich. Viele von euch stellen sich, und das ist etwas hochgegriffen vielleicht, aber viele von euch stellen sich ein gemeinsames Leben mit diesem Menschen an eurer Seite vor. Das ist hier der Traum, das Ziel, der Wunsch, das Anliegen. Und hier sehen wir das auch noch sehr gut in dieser Konjunktion Herrscher, 10 Münzen und 7 Kelche, dass das Ganze für euch vielleicht so eine Art Schaum sein könnte. Jedenfalls stellen es manche von euch teilweise so hin, dass ihr hier etwas haben wollt, was sowieso nicht passieren wird, was utopisch ist, was unmöglich ist. Und viele von euch, wenn ihr meine Reading schon länger schaut oder mich besser kennt schon mittlerweile, werdet ihr auch sicherlich einen meiner Leitsprüche kennen, der besagt, unmöglich ist schon mal gar nichts. Aber viele von euch zweifeln daran, dass ihr hier erfolgreich sein könnt, und das basiert ihr darauf, weil ihr zu diesen Menschen potenziell nicht durchdringen könnt. Ihr wisst nicht, wie ihr da durchdringen sollt, beziehungsweise werdet ihr manchmal aus dem Verhalten jenes Gegenübers definitiv nicht schlau. Das ändert nichts an seiner oder ihrer Gewichtung für euch, an seiner oder ihrer Wichtigkeit für euch. Eine möglicherweise sogar einflussreiche Person, das kann jemand höheren Ranges sein, möglicherweise im Beruf ist das vielleicht ein Abteilungsleiter oder ein Chef sogar. Definitiv aber hat dieser Mensch einen größeren Einfluss auf euch, auf eure Gefühls- und Gedankenwelt. So ist es hier potenziell dargestellt. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Das waren direkt mal zwei, die sofort rausgesprungen sind. Das sind die 5 der Kelche und die 7 der Münzen. Das ist eine sehr trickreiche Energie hier tatsächlich. Die 5 der Kelche potenziell ist so etwas wie das Gefühl zu scheitern oder gescheitert zu sein bereits schon. Das ist Trauer, Reue, Verlust. Möglicherweise ist das auch der falsche Fokus, den man hier haben kann. Aber ich sehe hier nicht unbedingt den falschen Fokus tatsächlich. Ich sehe hier die Frustration. Ich glaube, Frustration ist hier tatsächlich der passendste Begriff, weil hier auch in der Spiegelung zu dem Gehängten ist es dieses Stagnieren, dieses scheinbare Nicht-Vorankommen oder dieses, egal was man tut, man dringt nicht zu diesem Menschen hier durch, der hier zwischen diesen beiden Karten in der Mitte ist. Und das hier ist ja eher eine negative Situation. Das ist eher dieses, man will etwas haben, man kommt aber bei dem Versuch, das zu erreichen, was man haben will, scheinbar keinen einzigen Schritt vorwärts. Und das kann hier natürlich mit diesem Gegenüber zusammenliegen. Ihr tut hier etwas sehr Richtiges, muss ich sagen. Ihr gebt nicht auf, das ist das eine. Das andere ist, ihr hinterfragt auch neu, nicht ihr euch selbst. Also euer eigenes Vorgehen stellt ihr hier jetzt nicht unbedingt in Frage oder in Zweifel. Ihr macht euch hier selbst keine Vorwürfe, das ist sehr positiv zu nennen. Vielmehr versucht ihr euch im Klaren darüber zu werden, das sieht man auch hier dann wieder, wie dringe ich zu diesen Menschen durch? Vielleicht fragt ihr dort Freunde, vielleicht googelt ihr im Internet, vielleicht könnte es auch Bücher geben oder Lehrmaterial geben, Videos, Filme, was man sich dazu anschauen könnte, alles, was euch helfen könnte, besser zu diesen Menschen durchzudringen. Das scheint mir hier tatsächlich ein größeres Anliegen von euch zu sein, weil A, fühlt ihr euch hier einsam, ein bisschen kann das sehr, sehr gut sein, jetzt mit den 5 der Kelchen hier in der Spiegelung auf den Gehängten, kann das gut möglich sein. Weiterhin ist es aber hier dieses tief empfundene Anliegen, dieses hohe Ziel, dieser Traum, dieser Wunsch, den ihr hier hegen könntet. Und nicht zuletzt hat auch der Eremit etwas mit dem Wissen aneignen und mit dem Weisewerden zu tun. Die 7 der Münzen ist eine ganz klassische Geduldskarte. Und das ist etwas, was viele von euch wahrscheinlich sich im Klaren sind, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird, dass man hier nicht einfach einen Knopf drückt und dann schließt einem dieser Mensch in die Arme. Das wird so nicht funktionieren. Da sind sich viele von euch im Klaren. Und auch bewusst seid ihr euch hier potenziell, dass das Ganze vielleicht eine gewisse Anlaufzeit benötigt, eine gewisse Kennenlernphase benötigt, dass man hier womöglich auch, und das wäre jetzt ein weiteres denkbares Beispiel, einem bestimmten Menschen noch etwas mehr Zeit gewährleisten muss, um sich potenziell beispielsweise um etwas Eigenes, Privates oder Persönliches noch kümmern zu können.
Beispielhaft schreibt ihr hier öfters mal mit dem Menschen hin und her, so ein bisschen über WhatsApp, so oberflächlicher Kontakt könnte man tatsächlich sagen. Bitte behandelt das natürlich als Beispiel. Und dort wird euch immer mal wieder gesagt oder erzählt, du, in der Arbeit, da läuft es gerade echt drunter und drüber. Ich habe so viel zu tun, ich komme erst so spät nach Hause und muss teilweise noch Arbeit mit nach Hause nehmen. Das ist eine Information, mit der viele von euch A etwas anfangen können. Ihr seid nicht sonderlich glücklich natürlich darüber, ne? Weil das natürlich auch bedeutet, A, dieser Mensch hat Stress. B, ihr könnt jetzt gerade nicht so mit euren Gefühlen an diesen Menschen herangehen, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Das ist hier die Frustration in dem Sinne. Aber was ihr hier gut macht, ist geduldig zu sein. Was ihr hier gut macht, ist diesen Menschen hier Zeit für seine oder ihre Angelegenheiten zu geben. Und dann, und das ist hier sehr, sehr positiv und kommt leider sehr selten vor in allgemeinen Readings, ihr wartet hier auf den richtigen Zeitpunkt. Das ist etwas, wozu wenige Menschen in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt A zu erkennen, wenn er denn da ist, und B dann auch wirklich sich im Prinzip im Zaum zu halten, bis man merkt, und das hat viel mit Sensitivität zu tun, dass die Zeit gekommen ist. Weil für viele von euch ist hier womöglich die Zeit noch nicht angebrochen, dem gegenüber zu stehen, den Hof zu machen, könnte man tatsächlich sagen, oder eben mit euren Gefühlen dann rauszukommen. Weil viele von euch hier merken, hier blockiert euch noch etwas, hier passt etwas noch nicht. Und dieses Etwas könnte gut und gerne die Zeit an sich sein. Und das ist schwer, wie gesagt, zu sehen, schwer zu erkennen. Aber viele von euch sind potenziell aufgrund eurer Feinfühligkeit, Sensitivität, Sensibilität womöglich auch. Aber auch für viele von euch, da habt ihr hier eine ganz ausgeprägte Intuition oder ein ganz ausgeprägtes Bauchgefühl, was diesen Menschen bezogen oder bezieht eben betrifft. Und dieser Zeitpunkt erscheint mir hier absehbar zu sein, definitiv, aber viele von euch wissen, dass es noch nicht an der richtigen Zeit ist. Zwar hadert hier so ein bisschen, weil ihr natürlich gerne vorankommen möchtet, aber diese Einsicht, diese Erkenntnis ist, da fehlt noch etwas, oder ich kann heute meinem Gegenüber noch nicht gestehen, dass ich ihn oder sie liebe. Das funktioniert hier noch nicht. Eine Klärung zu den drei der Kelchen. Das ist die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist Zweifel, das ist Missmut, das ist ja Angst teilweise auch. Wir haben die Königin der Kelche. Im Outcome, die 9 der Schwerter, das ist eine eher negativ mental belastende Energie. Und mehr habe ich hier den Eindruck, 9 Schwerter auf 3 Kelche und 3 Kelche, dass viele von euch die Vermutung haben, vielleicht hat es auch so den Anschein, dass jener Mensch an euch kein Interesse hat, weil es da jemanden gibt, von dem ihr nichts wisst. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut als ein denkbares Szenario vorstellen. Ihr habt hier Gefühle für diesen Menschen. Dieser Mensch bedeutet euch sehr, sehr viel. Ihr stellt euch hier eine Zukunft mit diesem Menschen vor. Dieser Mensch scheint mir hier aber dessen etwas desinteressiert zu sein, vielleicht auch abgelenkt zu sein. Das kann so oder so sein. Diese unvorhergesehenen Ereignisse, von der der Kojote hier spricht, ich sehe sie hier tatsächlich noch nicht passieren. Ich sehe hier aber definitiv dieses Vermuten, woran es denn liegen könnte, dass ihr hier angesichts eures Vorhabens stagniert. Und tatsächlich kann man hier ohne Klarheit zu haben, ohne ja die Wahrheit auszusprechen oder die Wahrheit zu hören von diesem Menschen hier lediglich Vermutungen anstellen. Und deswegen ist hier die närrische Weisheit tatsächlich auch die passende Hauptenergie, denn teilweise geht ihr hier von etwas aus, was euch zwar als Erklärung dienen könnte, was aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Beispielsweise, dass dieser Mensch jemand anderen hat oder Interesse an jemand anderen hat. Es kann hier nämlich absolut anders sein, dass dieser Mensch schlichtweg vieles zu tun hat gerade und sich deswegen nicht auf euch konzentrieren kann. Es kann hier auch schlichtweg sein, dass dieser Mensch einfach kein Interesse an euch hat, ohne dass da jemand anderes dabei ist. Es kann schlichtweg natürlich genauso sein, dass dieser Mensch auch gerne euch den Hof machen möchte, sich aber nicht traut und nicht weiß, wie er oder sie an euch herankommt, dass ihr hier quasi in dieser Pattsituation steckt. Es kann hier sehr, sehr vieles sein. Was ich damit sagen möchte und was auch der Kojote hier sagen möchte, ist,
Geht nicht von falschen Annahmen aus. Ihr versucht euch hier nämlich sehr händeringend, muss ich sagen, die Situation zu erklären. Ihr macht euch da schlau darüber, ihr sammelt hier Erfahrungen darüber und Informationen darüber, aber es ist und bleibt hier potenziell ein Mysterium, ein Geheimnis, ein für euch undurchsichtiger Umstand, wieso es zwischen euch beiden potenziell noch nicht weitergeht. Und hier hinten haben wir die Königin der Kelche im Outcome. Das seid nochmals ihr, liebe Skorpione. Das ist hier nochmals weiterhin die Hofkarte im Wasserzeichen. Ich sehe hier eine Weiterentwicklung auf eurer Seite, einen Wachstumsprozess, kann man auch dazu sagen. Aber auch hier mit der Justitia und mit der Kraft. Ihr weigert euch aufzugeben, diese Sache ruhen zu lassen, euren Weg, den ihr hier anstrebt, nicht weiter zu verfolgen. Das ist definitiv keine Option für euch. Das ist definitiv keine Alternative für euch. Und vielmehr seid ihr hier zwar imstande abzuwarten, bis eure Zeit kommt, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Schwierigkeit wird sein, diesen richtigen Zeitpunkt zu entdecken. Und ich hoffe natürlich auch, ich möchte hier anhand dieser drei Outcome-Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading noch mehr Informationen herausbekommen, hier noch tiefer eintauchen in diese Materie und dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze weitergeht. Und solltet ihr hier in einer derartigen Situation stecken, liebe Skorpione, resoniert das, was ich euch versucht habe näher zu bringen und euch hoffentlich verständlich erläutern konnte. Dann könnt ihr euch natürlich, wenn ihr möchtet, gerne das weiterführende Reading ansehen. Unten in der Infobox, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen März. Weiterhin natürlich, bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.